Willkommen zur Lecture Filmproduktion, Filmförderung und die Rolle des Fernsehens mal anders. Die allermeisten Filme in Deutschland sind zugleich Fernsehfilme und Kinofilme und es soll möglich sein, dass ein Film beides ist. Der Fachbegriff dafür lautet amphibischer Film. Damit ist diese Konstellation gemeint, also ein Amphibienwesen, das gleichzeitig im Wasser leben kann und an Land leben kann. Und wir kennen ja diese Kröten auch aus Artgirls, oder Sie werden diese Kröten in Artgirls kennenlernen. Eine Form der Animation ist tatsächlich mit diesen chinesischen Wunderteilen gemacht worden. Die gibt es aber auch digital. Die Kröten können wohl fliegen, aber sie stürzen immer wieder ab. So, jetzt sehen Sie für einen Moment diese chinesische Kröte ganz groß und dann sehen Sie diese Kröte, die so herrlich, ja, fast wie lebendig aussieht, wenn man sie mit 2000 Bilder pro Sekunde filmt. Aber trotzdem, wenn wir das mal als Beispiel für einen amphibischen Film nehmen, der gleichzeitig, naja, fliegen kann und an Land sich bewegen kann, dann stellen wir fest, mit dem Fliegen, also mit dem Kino, klappt das nicht so richtig. Wir haben deswegen einen ganz anderen Weg eingeschlagen, der bedeutet, dass man auch mit viel weniger Ressourcen arbeiten muss, wie man das oft machen muss, wenn man innovativ arbeitet. Den Weg, dass der Fernsehfilm eine kleinere, ganz eigenständige Form ist, ein Mockumentary, ein Making-of, ein Spin-off und ebenso auch der Kinofilm Art Girls sich nach seiner ganz eigenen Logik entwickeln konnte und gar nicht mehr davon beeinträchtigt war, was man im Augenblick in Deutschland unter Verständnis oder Dramaturgie oder Unterhaltungsfunktionen versteht. Stattdessen war es möglich, einen crossmedialen Zusammenhang aufzubauen und da gehören noch mehr Medien zu als nur Fernsehen und Kino. Es gehört auch dazu, dass durch die Entkopplung vom Fernsehen auch die Fristen, in denen normalerweise Filme veröffentlicht werden, plötzlich beweglich geworden sind, sodass wir kurz nach dem Kinostart schon ein VOD-Angebot, Video-on-Demand-Angebot machen können und sehr schnell auch mit der DVD kommen können. Das heißt, dieses E-Learning-Angebot ist eben auch ein Element von der aufgespaltenen und ja, diversifizierten crossmedialen Welt, die im Grunde als Ganzes an die Stelle des Drehbuchs tritt, das ja normalerweise all das schon imaginieren soll. Besser ist es, und ich glaube auch schon von vornherein mehr der Öffentlichkeit und den Distributionsmöglichkeiten zugewandt, diesen crossmedialen Zusammenhang im Blick zu haben, wenn man einen Film entwickelt. Wenn man so vorgeht, ergibt sich eine ganz bestimmte Chance, die für innovative Arbeit deswegen sehr wichtig ist, weil man oft mit sehr bescheidenen Ressourcen auskommen muss. Und das ist die Option, dass man in dieser Erzählwelt die Stellen sucht für die Geschichte, die man erzählen will, die Stellen sucht, an denen die meisten Ressourcen vorhanden sind. Man geht also nicht so hin, dass man sagt, hier habe ich das Drehbuch, es muss verfilmt werden, das kostet da hier 10.000 Euro, diese Wohnung bitte mieten. Und da brauche ich, und anders kann ich nicht, sonst ist meine Vision nicht umsetzbar, sondern man sagt sich, wir haben diese verschiedenen Elemente und Textsorten und Figuren und wunderbare Schauspieler und wir haben eine Story. Wir suchen jetzt die Location, die auf eine bestimmte Weise bereits passt, die wir aber so bekommen. Oder wir suchen den Kran der Feuerwehr, der 37 Meter lang ist, den wir niemals bezahlen könnten, der aber an einer bestimmten Stelle uns zur Verfügung gestellt wird. Oder aber, da ein anderes Beispiel, wir reagieren darauf, dass wir zum selben Zeitpunkt, an dem an Dialogen noch gearbeitet wird oder Locations gesucht werden, bereits wissen, ja, wir haben ein Sponsoring von einem Laden in Berlin, Kaschkör, der darauf spezialisiert ist, Designermode der letzten 20, 30 Jahre, Secondhand-mäßig, Vintage, anzubieten. Ein fantastisches Angebot. Das heißt, ein Teil der Geschichte oder ein Teil der Strategie, die Geschichte zu erzählen und in bestimmte Figurenkonstellationen zu übersetzen, die Entwicklung der Figuren deutlich zu machen,
nahm seinen Ausgang davon, dass wir mit der Kostümbildnerin und mit der Artdirektorin bei Gerlinde Koschick im Kaschkörl waren und uns die Optionen, die dort vorhanden waren, angesehen haben. Und auf diese Weise wusste ich aber anschließend, mir stehen Konstellationen zur Verfügung, die einen wunderbaren Production Value haben. Ich muss jetzt überlegen, wann und wie ich eben auch Elemente der Story, die ich sowieso nicht vollständig verfilmen kann, weil ich das Drehbuch nicht eins zu eins verfilmen kann, an diese Möglichkeiten anpasse. Diese Freiheit hat man auch nur dann, wenn man nicht eins zu eins mechanisch von vorne nach hinten erst das Buch und dann top-down, hierarchisch alle weiteren Schritte vorgeht, sondern wenn man die ganze Zeit weiß, wir haben es mit einer Erzählwelt zu tun und die besteht aus dem technischen Medium Film, aus einer sozialen Situation, aus Möglichkeiten, die uns geboten werden. Und eins muss ich sagen, das braucht Zeit. Es ist vorbei mit der Kunst. Das ist doch immer so. Ah, das ist auch für die, das ist gut. Was? Ja, weil es geht ja auch darum, dass sie als zwei Freundinnen... Freundinnen? Auf jeden Fall amtlich. Ja. Na? Schön, es fühlt sich ein bisschen weit, aber ich glaube, das ist ganz gut. Das soll wahrscheinlich auch ein bisschen... Du hast abgenommen. Das fand ich einfach gut. Das fand ich einfach gut, dass das sich... Können wir mal rausnehmen? Also quasi so ein Biener, so eine Opposition oder so ein Binarismus auftut. Die Welt geht unter oder und Gabriele Gysi sagt, die Normalität erlischt weltweit. Aber wir können sagen, in dieser Phase ist Nikita golden und Una silbern. Also irgendwie geht die Welt auch weiter. Wenn man sich die Zeit dafür nimmt, sich in diesem Zusammenhang zu bewegen und auch von Elementen auszugehen, die man findet, die einem angeboten wird, dann ergeben sich eine Menge zusätzliche innovative Optionen. Manchmal sehen sie ganz ähnlich aus, aber beide sind silber, beide sind, sagen wir mal, glitzernd, aber die eine ist silbern, die andere ist Gold. Manchmal sehen sie sehr unterschiedlich aus. Plötzlich sehen sie beide monochrom oder RGB-Farben gekleidet aus. Und dann sehen wir, sie sind wie Player von zwei Mannschaften. Also das ist, glaube ich, besser als alles immer in diese griechische Drama-Konfliktmaschine pressen zu müssen. Deswegen lieber mal Kostümwechsel. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass die Filmförderung auch Projekte ermöglicht, die nicht von vornherein dieser hierarchischen, beschriebenen, überwiegend vom Fernsehen gewollten Logik ausgesetzt sind. Das ist noch nur an sehr wenigen Stellen der Fall, aber es ist sehr wichtig, dass da eine gewisse Offenheit dazu kommt, Projekte wirklich von ihren Komponenten her zu beurteilen und nicht immer das Buch und das entsprechende Lektorat dann schon mal gleich an den Anfang zu setzen.